Herzlich willkommen bei den Möbelmacherinnen und der Grumbach neben Hersbruck im Nürnberger Land, die Sie heute ganz herzlich zum Tag des Schreiners vom 10. bis zum 12. November einladen wollen. Am Freitagabend liest bei uns der bekannte Feuilletonist, Essayist und Philosoph Christian Schüle aus seinem neuen Buch Heimat, das wir sehr schätzen, weil wir die Hoheit über diesen wichtigen Begriff Heimat nicht den falschen Menschen überlassen dürfen. Es haben sich schon viele einst zugezogene Gäste angemeldet und auch Eltern, deren Kinder im Ausland sind und dort wohl nach neuer Heimat suchen, was unter ganz anderen Vorzeichen auch Flüchtlinge bei uns tun. Wir freuen uns auf tolle Gespräche und die kulinarische Begleitung von Moritz Kellner und seinem Team von der Mahlzeit. Mit einer Anmeldung würden Sie uns die Planung sehr erleichtern, wir freuen uns aber genauso über spontane Besucher. Am Samstag und Sonntag sind dann wieder zwei Tage in offenen Tür, bei denen wir mit Kunden und mit neuen Gästen gemeinsam kochen oder einfach nur zwei angenehme Tage in den Sofas und Relaxsesseln von Jori verbringen oder gleich in den Bettsystemen von Pronatura. Dafür gibt es übrigens auch einige Sonderangebote. Für die Heim und Handwerk, bei der wir vom 29. November bis zum 3. Dezember ausstellen und Küchenshows zeigen, bauen wir Ihnen eine neue Einbauküche, die Sie danach vielleicht gleich haben können. Das gleiche gilt auch für die Rotwein- oder Rüsterküche, weshalb wir uns auf Ihren Grundriss und ein paar Fotos freuen würden, um zu testen, ob Sie reinpassen. Bis zum 7. November können Sie Jori-Möbel, wie zum Beispiel das Jubiläumssofa Linnea, im Sonderangebot und die Sessel auch noch bestellen. Die kommen dann noch vor Weihnachten. Als Geschenk eignen sich aber auch unsere Massivhocker, die Couchtische aus Baumscheiben oder auch mal ein schöner Teppich aus ungefärbter Schafschurwolle. Wenn unser Kalender oder das Jahrbuch bei Ihnen angekommen ist, dann würden wir uns wahnsinnig über das Ausfüllen des angehängten Fragebogens freuen. Alternativ natürlich auch über eine Bewertung bei Facebook, aber am wertvollsten ist die bei Google. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Herbst und besuchen Sie uns am Tag des Schreiners vom 10. bis zum 12. November. Bis bald!